einen Applaus und wir bedanken uns dafür natürlich recht herzlich. Ja, wer auf dem Deckton den Originalton hören will, den gibt es natürlich alright, auch. Der ist auf 8004. Okay, dann fangen jetzt die Vorträge an. Der erste. Mach es nicht schnell, sondern mach es echt. Ja, hallo. Ein ganz kurzer Vortrag über Echtzeit. Es gibt ganz viele Wörter, Begriffe, die dazugehören und manchmal werden die durcheinander gebracht in vielen Vorträgen, die ich hier gehört habe und auch Diskussionen. Also es gibt nur einige Einstiegspunkte hier. Echtzeit. Normalerweise in Computern will man, dass es logisch korrekt ist. Das heißt, wenn man 2 und 2 addiert und 4 rauskriegt, nicht, wenn man nicht in einem all-welschen Land lebt, dann ist das richtig. Und in Echtzeitsystemen muss das Ergebnis auch zu einem bestimmten Zeitpunkt vorliegen. Und das ist die zeitliche Korrektheit. Das heißt, der Zeitaspekt, der Timing-Aspekt gibt uns eine Deadline. Ein Zeitpunkt, ein relativer oder absoluter Zeitpunkt, wann die Berechnung fertig sein muss und die Ausgabe da sein muss. In echten Systemen, richtigen Systemen passiert das periodisch. Oft ist die Periode identisch mit der Deadline. Das heißt, zum Beispiel alle 5 Millisekunden muss man die nächste Position des Motors berechnet haben, zum Beispiel. Und es gibt Charakterisierungen von Real-Time-Systemen. Es gibt Soft zum Beispiel für Audio-Video-Systemen oder Live-Ticker für Sportergebnisse. Und hier ist irgendwie schnell genug, nachdem es passiert ist, reicht dann, sonst jubeln alle und man hat es verpasst. Und es gibt harte Echtzeitsysteme, zum Beispiel Robotics oder alle sich bewegenden physischen Objekte. Und die Bewegung muss stattfinden zu einer bestimmten Zeit und das muss einfach fertig sein, sonst geht auch wirklich zum Teil die Hardware kaputt. Einige Begriffe, die Auflösung ist, wie fein man das aufteilen kann, Präzision und Genauigkeit sind zwei verschiedene Sachen. Also man kann niedrige Präzision haben und hohe Genauigkeit und umgekehrt, wie man das hier unten zum Beispiel sieht. Und die anderen beiden Kombinationen gibt es zum Beispiel auch. Und ideal ist natürlich hohe Genauigkeit und hohe Präzision. Und da ist ein Fehler auch auf der Folie hier. Das ist nicht räumlich, sondern in Echtzeitsystemen muss man diese Visualisierung auf die Zeitdomäne übertragen. Und es gibt Systeme, die eine hohe Genauigkeit haben, aber eine geringe Präzision. Und manche Leute sagen, das ist so schnell, das ist Echtzeit und dann kann man 1 Milliarde ausführen und die mittlere Zeit messen, aber wo wir wirklich nachgucken müssen, ist die schlechtestmögliche Zeit, die Worst Case Execution Time. Besonders wenn man nicht deterministische Algorithmen hat, dann wird das sehr, sehr wichtig. Links unten sieht man einen Plot und da sind einige Millionen Iterationen von dieser Funktion und die Zeit, die sie brauchten, um zu beenden. Und der Durchschnitt ist gut, aber es gibt diese drei Spitzen hier. Das sind die Worst Case Execution Time, also die Ups, der Roboter hat leider den Tisch zerlegt. Und wenn man über die Funktionen oder Systeme spricht, die echtzeitfähig sind, dann ist nicht nur der Durchschnitt wichtig, sondern man braucht ein Histogramm von allen Ausführungszeiten und man will keine großen Abweichungen haben, wie zum Beispiel auf der rechten Seite. Das heißt, wir schauen, dass es deterministisch ist. Netzwerke auf dem Kongress, da brauche ich natürlich hier nicht zu viel darüber zu erzählen. Es geht um die Bandbreite und die Latenz und die Zeit zwischen Senden und Empfangen einer Nachricht. Jitter ist die Variation der Latenz und es gibt die Zyklusdauer und es gibt Daten, die in bestimmten austauschen müssen, die Daten wiederholt austauschen müssen. Und es gibt die serielle Verbindung hat eine niedrige Bandbreite, aber es hat auch eine geringe Latenz und sehr geringen Jitter. Das heißt, es kann durchaus sehr gut geeignet sein. TCP/IP über geswitchtes Ethernet hat hohe Bandbreite, hat brauchbare Latenz und je nachdem, wie man den Switch einsetzt. Und Fieldbus-Ethernet-Systeme, die Standard-Ethernet benutzen, haben geringere Bandbreite, aber
haben eine sehr niedrige Latenz und auch einen sehr niedrigen Jitter und stellen das sicher, dass die niedrig sind. Leider läuft mir jetzt die Zeit weg. Ich wusste das, aber die Slides sind auch nur für mich. Tannenbaum hat gesagt, unterschätze niemals die Bandbreite von einem Truck mit Bändern. Ja, haben sehr große Bandbreite, aber niedrige Latenz und schlechten Jitter. Und ja, hier sind noch Links am Ende und leider ist die Zeit abgelaufen. Wenn es euch interessiert, wenn euch die Slides interessieren, schickt mir eine Mail. Die gibt es auch im Wiki. Also das ist nur eine kurze Einführung für alle, die interessiert sind. Also schön, es geht weiter mit dem nächsten Talk. Singularitäten in Robotern vermeiden. Hi. Hallihallo. Okay. Ja, hallo. Also, danke, dass ihr da seid. Und wir werden über Roboter reden. Ihr wisst alle mehr oder weniger was über Roboter. Es gibt im Wesentlichen drei Typen von Robotern. Also, es gibt parallele, serielle und hybride Roboter. Ihr kennt wahrscheinlich, also diese Plattform kennt ihr vielleicht alle. Die sind im Wesentlichen parallel. Die können eine ganze Menge tragen, also das Verhältnis von Dingen, das die tragen können und diese selbst das Gewicht, das ist sehr gut im Vergleich zu der Größe der Maschine. Und es wird also aufgeteilt auf verschiedene kleinere Teile, der gesamte Raum wird unterteilt in kleinere Teile, um Singularitäten zu vermeiden. Und es gibt viele, viele Typen von parallelen Robotern und die meisten versuchen, die Singularität zu vermeiden. Das sind ganz wunderliche Architekturen, aber es gibt immer Einschränkungen. Wir haben auch, Moment kurz, also es gibt auch serielle Roboter, die haben mehr Platz, in dem sie sich bewegen, der ist auch unterteilt. Also die meisten Sachen sind nicht möglich. Wenn ihr euch das Video hier anschaut, dann könnt ihr euch schon denken, na gut, also ich darf mich nicht umdrehen. Oh, tut mir leid. Alte Folie. Also zu den Singularitäten. Es gibt auch ein großes Problem, wir wollen keine Singularitäten. Also das ist ein neuer Typ von einem Roboter. Wo ist jetzt die Sache, die ich... na gut. Ja. Diese Arten von Roboter, die kennt ihr vielleicht, die sind wie Menschen aufgebaut. Die benutzen elastische Elemente zusammengeschaltet mit den Stellmotoren, denn diese elastischen Elemente sorgen dafür, dass es wirklich zittrig wird. Also es ist nicht angemessen. Also, damit kann man keine Autos hochheben oder solche Dinge. Also, was machen wir jetzt? Wir werfen einfach den Parallelismus weg. Die Achsen sind nicht mehr ausgerichtet und dann ist alles wieder total kaputt. Also, wir benutzen eine Struktur, die aufbaut auf Tetrahedern aufbaut. Und ich habe ein paar Teile mitgebracht. Ich habe aus Marshmallows ein Modell gebaut. Gestern war es zu saft und jetzt ist es leider, jetzt kann man es gar nicht mehr bewegen. Also gestern war es zu beweglich. Also, wenn man hier so eine... Also eine Schaukel sich baut, wie ich das hier gerade mache. Die ist nicht sehr hübsch, aber Moment kurz. Also das ist eine Schaukel. Die bleibt so, die ist jetzt glücklich. Wenn wir es jetzt umdrehen,
dann fällt sie hier zusammen, in die Singularität, auf die eine oder andere Weise. Und was wir jetzt machen ist, wir bauen viele von diesen Schaukeln und dann haben wir hier ein so ein Triple, so eine, also die wird hier reingebastelt in die Singularität und dann haben wir so eine Art Doppelhelix, die auch auf der anderen Seite mit so einem selben Objekt kombiniert wird und dann haben wir eine Triple-Helix, die wird vollständig, indem wir ein passives Element hinzufügen. Das ist ganz interessant, weil man kann die Biegsamkeit einstellen, indem man, statt dass man Singularitäten hat, die man irgendwie zusammenbauen muss, kann man, also die Ziele in der aktuellen Position, die werden dann die Singularität. Das heißt, der Roboter bewegt sich spiralförmig zum Ziel. Danke, dass ihr hier seid und ich hoffe, ihr mochtet das. Thank you. The next talk is Synapse. Danke, der nächste Talk ist Synapse. Also in a 4:3 ratio. Auch 4:3. They stole the clicker. Sie haben den Klicker gestohlen. Wait. Moment, du hast noch den Klicker. Actually, that's the last slide. Das ist die letzte Folie. Technische Probleme, wir klären das gleich. Alright. Okay, jetzt kann es anfangen. Guten Morgen, schöne Leute. Ich spreche über Synapse. Das ist im Prinzip Blockchains, Kunst und Menschen. Ganz kurz, es wird ein 3-Tages-Festival im September sein in Leipzig. Also es gibt bis jetzt 12 Konzerte, 8 Workshops und 2 Konferenztracks. Und was fragt ihr euch jetzt? Also Blockchains und intelligente Contracts, intelligente Verträge werden als kreative, gute Art, kreative Arbeit fair zu bezahlen bezeichnet. Wir haben das auch im Kongress gesehen, da gab es 2 gute Talks und es beruht auf Fork of Lacius Elektronik. Wenige Leute kennen das leider. Aber warum? Wir wollen bessere Bezahlmöglichkeiten in der Zukunft herausfinden und wir wollen was ausprobieren und das soll eben nicht irgendwie Ransomware sein, sondern wirklich funktionieren. Und weil fast jeder Blockchains mag, wollen wir das wirklich scheinen lassen und vielleicht sogar crashen lassen. Wie machen wir das? Wir haben bis jetzt Geldbörsen, die an Armbändern sind. Wir haben bis jetzt Verträge, also wie viele Prozent kriegen die Künstler, wie viel Prozent kriegen die Leute, die da arbeiten. Und wir haben jetzt auch schon mit der lokalen Wirtschaft vor Ort gesprochen, sodass man nicht nur im Festival, sondern auch außerhalb Dinge hat. Also wir wollen dich als ein Künstler, der mit Technologie arbeitet. Wir wollen dich als Hacker, der mit Blockchains in großem Stil arbeitet. Wir wollen dich als Supporter, als Unterstützer. Also du machst mit, wie du kannst. Zum Beispiel durch Cash, aber auch als Mitglied, der da einfach hingeht und einfach das Festival erfährt und genießt. Also das ist so das, was wir jetzt haben. Wenn du denkst, dass du es verbessern kannst, sprech mit mir. Das ist meine E-Mail. Ich sitze da am Anfang. Komm zu mir. Ansonsten komm zur Assembly. Vielen Dank. This is what happens when you promise a speaker a cookie if he's fast enough. I hope you have a cookie. Ja, das passiert, wenn man dem Sprecher Kekse verspricht, wenn er schnell genug ist. All right, next talk is Panoptikum. Und beim nächsten Talk geht's um Panoptikum.
Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen. 5 Minuten über Panoptikum. Was ist das? Das ist das soziale Podcast-Netzwerk, das wir alle haben wollen. Wer hört Podcasts? Wer macht das schon? Zeigt mal eure Hände. Ich habe das hier für euch gebaut, damit ihr neuen Inhalt finden könnt und ihr eure Erlebnisse teilen könnt mit anderen. Wer jetzt seine Hand nicht gezeigt hat, auch für euch habe ich dieses Netzwerk gebaut, damit ihr anfangen könnt, Podcasts zu hören. Also wie sieht's aus? Es ist eine bunte Webseite mit einer ganzen Menge von Kategorien und eine ganze Menge Inhalt. Es gibt schon eine ganze Menge Features, also wir haben aktuell 77 Kategorien, 630 Podcasts und über 50.000 Episoden, also Folgen von die schon aufgeführt werden. Es gibt Features für leichten Zugriff auf einzelne Folgen. Ihr müsst dazu keine Podcasting-Software benutzen. Ihr könnt einen modernen Webplayer benutzen, auch in doppelter Geschwindigkeit, wenn ihr das möchtet. Wir haben Responsive Layout, also ihr könnt das auch auf eurem Smartphone benutzen. Wir haben Volltextsuche, ihr seht es. Wir haben eine ganze weitere Menge Dinge auch. Ihr könnt auch Dinge empfehlen. Auch einzelne Kapitel von Folgen, die ihr mögt. Und wenn ihr euch anmelden wollt, dann könnt ihr auch folgende Features benutzen. Also unter anderem können auch Leute, die diesen Podcast gehört haben, die haben auch gehört. Also wird auch in einem sehr einfachen Weg, sehr, sehr einfach für euch zu verstehen, angezeigt. Es sind nur 2 weitere Klicks. Und dann habt ihr auch schon die erste Folge von diesem Podcast, den ihr dann auch direkt anhören könnt. Und wie soll es weitergehen? Die öffentliche Alpha-Version gibt es jetzt schon seit Oktober. Wir haben jetzt die öffentliche Beta-Phase angefangen. Also ihr seid jetzt wirklich eingeladen, das zu benutzen, das auszuprobieren. Und dann schauen wir mal, ob das mit so vielen Benutzern klarkommt. Und wir wollen dann im Sommer nächsten Jahres wollen wir dann live gehen. Welche Features wird es noch geben? Also es wird Nachrichtenfeatures geben zwischen Benutzern und Podcastern. Es gibt jetzt von der Community vorgeschlagene Kategorien. Es gibt dann soll dann auch eine öffentliche API geben und viele weitere Dinge, die dann noch kommen sollen. Ihr könnt auch eure Wünsche, wenn ihr bei Podcasts nur zuhört, einreichen. Wir sind sehr interessiert an eurem Feedback. Ihr könnt auch Features anfordern, wenn ihr ein Podcaster seid, also selber schon Podcasts erstellt. Oder wenn ihr ein Entwickler seid, dann könnt ihr natürlich mitmachen. Wir sind ein komplett offenes Team. Wir benutzen Elixir und Phoenix. Also macht da einfach mit. Wir sind ein internationales, aber noch sehr kleines Team, aber wir sind sehr offen. Wie könnt ihr mich finden? Geht einfach auf die Webseite. Die Webseite heißt panoptikum.io. Da könnt ihr alle Details und Konzepte auch finden. Und wenn euch Podcasting ganz allgemein interessiert, dann kommt einfach runter zu der Podcasting Menti Table. Der ist direkt hinter dem Sendezentrum im Erdgeschoss. Das war mein Talk. Danke für eure Aufmerksamkeit und macht Podcasts. Thank you. Danke. We didn't promise him anything. Wir haben ihm nichts versprochen. Also der nächste Talk wird jetzt dann kommen. Die andere Seite des Inzestverbots. Hey, I'm gonna talk very fast, so hi, ich werde sehr schnell reden, also hört gut zu. Ich bin Louis Fabou, der andere Sekretär des Tinkering to Come. Das Tinkering to Come ist eine Bewegung, die versucht, das Dinge zum Tinkering zu verwenden. Wir verwenden alle Arten von Dingen, nicht nur Technologie, sondern auch kulturelle Artefakte. Und so fühlen wir uns bei den Hackern wirklich sehr wohl, weil ihr auch sehr viel tinkert. Heute möchte ich mit euch darüber sprechen, über eure persönliche Beziehung zu tinkern, um eure persönliche Freiheit zu maximieren und in der Freiheit da draußen zu arbeiten. Das ist ein Foto von, als ich 8 Monate alt war. Ich sah da schon ziemlich gut aus und schaue mal, wie wunderlich ich aussehe. Und der Unterschied von damals und heute ist, dass ich alleine war. Alleine
in der Art, dass ich niemanden hatte, der mich verstanden hat, Es ist wegen der Geburtenrate in Deutschland, dass wenige von uns Siblings haben. Aber ich habe einen Bruder. Geschwister sind nicht nur sehr gute Menschen, sondern die Geschwisterbeziehung ist auch ganz besonders. Die ist wirklich kulturell verankert. Man wird mit einer zufälligen Person zusammengeführt, in einem ganz jungen Alter. Und man kann die dann kennenlernen, so wie man ganz, ganz wenig andere Leute kennenlernt. Man geht durch gute und schlechte Erfahrungen zusammen und Liebe, die nicht irgendwie an Bedingungen geknüpft wird, ist wirklich sehr, ist wichtig und ist da auch sozial notwendig. Und man kann sich dem nicht entziehen. Meistens funktioniert das bis zum Tod. Und meistens, ich habe auch mit vielen Geschwistern gesprochen, wird das mehr als okay sein. Aber es gibt Macht in der Welt und Macht führt die Welt, zumindest jetzt. Also, das ist ein Foto des französischen Intellektuellen und Ethnologie, Levi Strauss, der im Prinzip akademisches Tinkering betrachtet. Und er hat ein Buch zum Inzest geschrieben. Es gibt in seinem Buch zwei Teile. Endogamie, das ist sexuelle Beziehungen zwischen Geschwistern. Aber es gibt eben auch die Exogamie, das ist die soziale Beziehung, die soziale Erwartung, dass man so eine sexuelle Beziehung mit jemand anderem, der nicht mit dir verwandt ist, haben soll. Also Inzest ist ein Tabu. Man soll keine Geschwister haben, mit denen man nicht per Blut verwandt ist. Und auf der anderen Seite soll man nicht sexuelle Beziehungen überall finden. Wir im Tinkering, wir nennen das Ideologie der romantischen Liebe. Das ist ein Bild von Erdogan, der in seinem Buch danach fragt, warum wir bestimmte Normen mit unseren Geschlechternormen bringen. Also, warum gibt es keine Geschwister, mit denen man nicht blutsverwandt ist, wenn es da schon eine gute Beziehung, die man haben möchte? Also, um das zu schließen, wir, die vom Tinkering sind, wollen gerne Beziehungen formen, die weg von Biologie und weg von Gesetz sind. Wir möchten also gerne, dass man andere Leute als deine Geschwister macht. Als letztes muss ich vielleicht dazu sagen, ich habe eine Schwester bekommen vor ein paar Jahren und wir haben diese Beziehung schon immer seitdem wirklich verteidigt. Und es war das Beste, was mir passiert ist, dass ich diese Schwester habe. Und das war eine Art von Tinkering und das ist das Beste, was es gibt in dieser Welt. Vielen Dank. Thank you. Ja, und als nächstes geht es jetzt um Versionskontrolle für Musikstücke. Wie funktioniert das hier? Ich hatte sowas noch nie in der Hand. Einfach nur den rechten Knopf drücken. Okay. Also ich habe kein Produkt, ich habe eine Frage. Und zwar, wie benutzt man Versionskontrolle, um Musik zu komponieren? Und ich meine, also es geht um Komponieren, also nicht nur das abzuschreiben. Also, denn dafür könnte man Lilypond benutzen. Also, wenn ihr irgendwann mal Versionskontrolle benutzt habt, dann wollt ihr das auch fürs Komponieren, denn Komponieren ist ein Stück weit wie Coden. Also man versucht ein paar Sachen aus, man probiert ein paar Dinge aus und stellt fest, man mag sie nicht und dann will man zur alten Version zurück. Und sobald man das einmal benutzt hat, Versionskontrolle, dann fühlt sich alles andere wie das Steinzeit an. Und die schwierige Sache ist also quasi eine komplette Komposition zu erstellen,
also einzelne Loops, da ist das was anderes. Wenn wir eine komplette Komposition machen, ich kenne also niemanden, der Lilypond-Code schreibt. Also man will da wirklich einen VisiVig-Editor. Und das Beste, was ich bislang gefunden habe, war, also was ich benutze, ist NewScore und ich exportiere dann nach SVG. Und es gibt einen SVG-Diff-Viewer auf GitHub. Das wäre also das nächste an der Lösung, was ich bislang gefunden habe. Aber es gibt ein Problem. Und das ist, dass so eine Komposition, so ein Notenblatt, wird auf die eine entsprechende, also wenn ihr etwas in einer Zeile ändert, dann ändert das die ganze Zeile und das ändert dann das gesamte Stück auf eine visuelle Art und Weise. Das heißt, wenn wir uns hier das Beispiel anschauen, Beispiel 1 und 2, es sind dieselben Noten, aber ihr müsst das vergleichen, 1:1. Das heißt, wenn ihr das jetzt in einem Diff-Viewer anguckt für SVG-Dateien, dann wäre das nicht hilfreich. Das heißt, meine Frage ist jetzt, wie kann man anzeigen, was sich geändert hat? Hat jemand eine Idee, wie man eine Differenz anzeigen kann für eine Komposition, die auch mit einem VisiVig-Editor funktioniert? Und wenn jemand da von euch eine Idee hat, dann redet bitte mit mir. Meine Decknummer ist 2318 und mein Twitter-Handle ist Benjamin Wand. Danke. Wir haben immer noch eine ganze Menge Zeit, also wenn jemand im Publikum jetzt eine Idee hat, die er vorschlagen möchte, ja, steht mal auf, wenn ihr da eine Idee habt. Nein, das, na gut, dann machen wir einfach mit dem nächsten Talk weiter. Okay, der nächste Talk ist Finanzüberwachung gegenüber verantwortlichem Journalismus. Hallo, ich bin Tom. Ich bin ein Journalist für eine Zeitung in Großbritannien. Ich bin ein Data Journalist und Datenjournalist kann viele Dinge sein. Für mich ist es nicht Visualisierung, sondern für mich ist es eher, dass ich versuche, Probleme aufzuzeigen durch Daten. Und ich will euch ein bisschen über meine Investigationstätigkeit erzählen. Und es geht um Finanzüberwachung. Und insbesondere geht es um dieses Finanzüberwachungssystem, das nach 9/11, also nach den Attacken 2001, installiert wurde. Also Banken müssen jetzt Terroristen überprüfen, aber auch Politiker. Also damit Banken das machen können, gibt es diese Datenbank, die heißt World Check von Thomson Reuters. Die benutzen offene Quellen, also zum Beispiel Sanktionslisten, Reports, Zeitungen und Listings über Menschen. Ich bin nicht die erste Person, die das gemacht hat. Es gab eine Geschichte von BBC über eine Moschee in London, die gefunden haben, dass da so eine Bank gab, ein Account, der schnell geschlossen wurde, weil es irgendwie mit Terrorismus zu tun hatte. Und am Anfang dieses Jahres gab es was, das sich damit beschäftigt hat, woher die Quellen kommen. Es gibt auch ein paar Sicherheitsforscher, die das gemacht haben. Die haben eine Kopie dieser Datenbank in einer Internetseite gefunden. Also ich dachte, es wäre vielleicht interessant, ob wir mehr über die Probleme herausfinden können, die diese Datenbank hat. Also bevor ich das gemacht habe, habe ich mir überlegt, warum will ich mir die Daten anschauen? Ist es ethisch? Dieses System hat individuelle, persönliche Informationen, aber man versucht doch irgendwie das Interesse der Gemeinheit zu verfolgen. Ist es legal? Man könnte denken, weil sie öffentlich ist, ist es okay, sich das anzuschauen. Das stimmt nicht. Der Data Protection Act, der ist immer noch relevant. Aber es ist eben ein öffentliches Interesse und deswegen ist es okay. Ich habe ein Python-Script gemacht. Es gab eine 4 GB JSON-File und ich habe das dann geflattet und in Postgres gemacht, damit ich bessere Queries rennen kann. Dann habe ich zum Beispiel
alle ausgewählt, wo die Biografie Aktivisten Aktivist enthält. Und eigentlich will man Aktivist da eben nicht haben. Ich musste auch sehen, wie diese Datenbank aussieht, also damit ich verstehen kann, wie Banken das verwenden. Ich habe also zum Beispiel auf Google einfach eine PDF-Suche gemacht und habe was gefunden, was man dann ausdrucken konnte. Und dann habe ich auch was gesehen, dass alle diese Einträge, die Webseiten, auf denen sie beruhen, verlinken. Und ich habe eben gesehen, dass es auch einige Verschwörungstheorie-Webseiten gab, die da irgendwie in diese Datenbank waren. Und dann habe ich halt geguckt, gibt es noch mehr Verschwörungstheorie-Seiten in dieser Datenbank? Und dann wollte ich rausfinden, welche Banken verwenden denn überhaupt dieses System? Ich habe rausgefunden, 49 von 50 der größten Banken in der Welt benutzen WorldCheck. Und ich wollte für meine großbritannische Leserschaft rausfinden, welche großbritannischen Banken diese benutzen. Also man erkennt irgendwie, und dann habe ich zum Beispiel bei LinkedIn World Checks das geguckt. Also da gab es einige Leute, die das angegeben haben als Teil ihrer Job Description. Und so haben wir dann die Geschichte erzählt. Wir haben ein paar spezifische Beispiele, wie zum Beispiel dieses neunmonatige Baby gezeigt. Das ist irgendwie ein Kind eines wirklich Menschen des das ist im Prinzip meine Zeit. Wenn ihr die Geschichte lesen wollt, bitte schreibt mir eine E-Mail. Wenn ihr irgendwie eine bestimmte Daten oder sowas haben wollt, schreibt mir auch eine E-Mail. Vielen Dank. Thank you. Next up is Make. Und als nächstes kommt jetzt Make Politics Fun Again, also sorgt dafür, dass Politik wieder Spaß macht. Viele von euch haben möglicherweise schon die Situation gehabt, dass Politik als Reaktion hervorruft, ach komm, lass uns über was anderes reden, das ist doch langweilig, ich weiß schon, es gibt den Trump und was hat das mit mir zu tun? Und ihr wisst, der einfachste Slogan wäre zu sagen, ja, also sorgt dafür, dass Politik wieder Spaß macht. Warum sollte Politik langweilig sein, wenn es unser tägliches Leben beeinflusst? Und ich denke, das Problem hier ist, dass wenn ihr nicht ein Populist sein wollt, der leichte Lösungen für schwierige Probleme vorschlägt, dann kommt man leicht in ein Gebiet, wo ihr viele Statistik benutzen müsst, Einkommensungleichheit, soziale Gleichheit, das ist alles sehr, sehr wichtig, denn das ist für Millionen von Leute wichtig, aber man kann sich halt nicht so richtig mit einer Statistik identifizieren. Und es gab am ersten Tag einen interessanten Talk über Datenvisualisierung, also Tausende von Flüchtlingen sterben im Mittelmeer, aber eine Person mit einem Bild stirbt und das gibt plötzlich Unmengen Spenden. Und wie können wir jetzt diese Einkommensungleichheit und auch Austerity, also Sparpolitik, wie können wir das, also die Verpflichtung zur schwarzen Null, da ist ja der Schäuble, der Hohepriester, wie können wir das umwandeln in etwas, das die Leute leichter verstehen können, das Thema auch für sich verstehen können? Und ich denke, da kommen wir jetzt auf eine mögliche Lösung, und zwar eine Karte. Was wir jetzt benutzen könnten, ist, wir benutzen Daten von OpenStreetMap als Hintergrund und fangen mit Universitäten an, und dann sammeln wir Resultate von Sparpolitik, also zum Beispiel überfüllte Klassenräume, weil wir nicht genug Geld für die Lehrer haben, oder zerbröckelnde Infrastruktur, da gibt es eine ganze Menge Daten da draußen, und wenn wir das vielleicht sogar erweitern wollen, dann könnte man sich auch öffentliche Schwimmbäder angucken oder Bibliotheken oder Museen, die geschlossen werden müssen, und die Liste geht natürlich noch weiter. Und es gibt eine ganze Menge Daten, die wir sammeln könnten und auf einer Karte anzeigen, und wenn man sich das dann anschaut, und dann hat man für jedes spezielle Problem, das aus Sparpolitik folgt, dann
wird es plötzlich sichtbar. Also wenn man sich das deutschlandweit anschaut oder europaweit, je nachdem wie viele Leute da mitmachen und wie viele Leute das an dem Projekt auch teilnehmen würden, dann könnte man sehen, ja, also es gibt eine ganze Menge sehr spezifische Dinge, die passieren. Also es ist jetzt kein abstraktes akademisches Problem mehr, sondern es ist ein spezifisches Problem, mit dem man sich auch identifizieren kann. Und ich denke, das könnte möglicherweise auch die politischen Ton ändern, die politische Diskussion. Und je nachdem, ob wir das vielleicht sogar hinkriegen für die Wahlen 2017, dann hat man für progressive Politiker und progressive Parteien eine echte Chance, hier ein Argument zu machen, das ein emotional anspricht, ohne populistisch zu sein. Also wenn ihr weitere Fragen habt, für die ich jetzt hier aufgrund der Kürze der Zeit nicht eingehen kann, dann kontaktiert mich doch bitte auf Twitter. Mein Handle ist 2martens oder ihr schreibt eine E-Mail an austerity@2martens.de und weil es noch ein bisschen Zeit gibt, sage ich mal, nach all den Vorkommnissen dieses Jahres, also lebt lange und also live long and prosper und geht nächstes Jahr auf jeden Fall wählen. Next up is Panopticon. Der nächste Vortrag ist Panopticon. In 4x3. It's a 4x3 day today, I think. Guten Morgen und alle zusammen. Mein Name ist Kai. Ich möchte euch heute über ein Open Source Projekt erzählen. Das heißt Panopticon und ist ein Libre Cross-Plattform Disassembler. Die Idee ist, dass es eine Ersatzsoftware ist für kommerzielle Lösungen. So sieht es aus. Man kann das Binary aufmachen. Man kann mit dem Disassembly starten. Man kann einige Funktionen geben, die anklicken. Und dann kriegt man dieses Control Panel. Man kann da reinzoomen. Man kann sich die Kommentare angucken. Und dann die ganze Applikation genau angucken. In dem Moment unterstützt es Intel-Architektur, 8-Bit. Es inkludiert auch das meiste der SIMD-Architektur. Also man kann ganz verrückte Dinge disassemblen, also die ganzen hochoptimierten Dinge. Es unterstützt auch die 8-Bit-Architektur und MOS 5602. Also kann man auch irgendwelche Applikationen sich anschauen. Ein PEE-Loader ist currently being developed. Und irgendein Dings wird geschützt. Panopticon möchte die meisten, es möchte, wir möchten bessere statische Analyse machen. Wir möchten es den Leuten zur Verfügung stellen, die also keinen PhD in Computerwissenschaften haben. Und die Tools, die wir zurzeit benutzen, so, also wir wissen, wie es aussieht, aber wir wissen nicht, was es tut. Und Panopticon macht es anders. Es hat auch ein kleiner Teil vom Code, so dass man es einfach analysieren kann. Das heißt Rail. Diese Sprache kann benutzt werden, um das zu analysieren. Also die Operationen, die dort verwendet werden, können besser angeguckt werden. Das heißt, man kann Datenfluss anschauen. Und Panopticon, also Panopticon kann herausfinden, wann irgendwas gestoppt wird oder wo es ausgelesen wird. Also man kann auch fortgeschrittene statische Analysen machen. Also man kann auch einfach Teile des Programms ausführen. Also man kann spezielle Register auch festlegen, dass die nur von 0 bis 1 Million gehen dürfen und die anderen zusätzlichen, wenn da ein anderer Wert reingeschrieben wird, wird ein Interrupt ausgelöst. Und das ist komplett in Rust geschrieben, das sind ungefähr 25.000 Zeilen Code. Und das Frontend wird mit Qt gemacht, wird in einer Sprache, die QML heißt, geschrieben. Das ist im Wesentlichen JavaScript. Und das ermöglicht uns, dass der im Wesentlichen auf allen Betriebssystemen und Plattformen gleich aussieht. Das ist die Webseite. Falls ihr mir helfen wollt, dann schaut euch das einfach mal an. Es gibt auch einen Link auf GitHub. Wir haben ein offenes Entwicklungsmodell. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir einen Patch schicken und ich versuche das dann alles zu mergen. Danke. Thank you. Next up is Libre Solar. Und beim nächsten Talk geht es um Libre Solar.
Hallo zusammen. Ich möchte euch LibreSolar vorstellen. Das ist ein Projekt, das will eine Open-Source erneuerbare Energieelektronik entwickeln, die in einem System kombiniert werden und dann für verschiedene Anwendungen benutzt werden kann. Oh, das tut mir leid. Das ist jetzt die alte Version des Talks. Ich habe euch eine neue geschickt. It says here modified yesterday. Also das, hier steht, das wurde gestern zuletzt verändert. Also gut, wir haben noch ein bisschen Zeit, insofern können wir jetzt, wir haben 6 Minuten, wir sind 6 Minuten vorne dran. Jetzt kann ich also 6 Minuten lang meine Mails checken. Kann ich mir also Zeit lassen. Lasst mich nur gerade hier die Tunnel aufmachen und so weiter. Also jetzt können wir alle zusammen die Jeopardy-Melodie summen. I hope we're not getting sued for ich hoffe, wir werden dafür jetzt nicht verklagt. Solar. So, Solar, LibreSolar. Martin Jäger. Ah, okay. Du hast eine URL geschickt. Ist dieselbe URL? Ja, ja, Moment. Also es tut mir sehr leid. Ja, kein Problem. Das ist mir noch nie passiert, dass jemand hier bei den Lightning Talks irgendwas durcheinander kommt. Let's see. Also schauen wir mal. Also ich habe hier andere Slides, vielleicht sind das die richtigen. Ah, es tut mir leid, dass ich das jetzt unterbrechen musste. Also es sind jetzt ein paar weniger Slides. Also dann setzen wir mal den Timer zurück. Nee, das passt schon. Also die Anwendungen für die Komponenten, die habe ich hier aufgelistet. Also entweder Energieversorgung für Leute, die nicht am Stromnetz hängen, wenn ihr an einem Karawan wohnt oder auf einem Boot, zum Beispiel bei Festivals, anderen Events oder auf sehr ländlichen Gegenden. Möglicherweise sind da die Komponenten ein bisschen zu teuer. Und vielleicht auch für Unglücksfälle, also bei Fluten oder sowas, damit man leicht benutzbare und stabile Energieversorgung hinbekommt, kriegt. Und man kann das auch ans Stromnetz anschließen. Also man könnte auch den ganz normalen Wechselstromsystem erweitern mit so einem Batteriesystem und dann die Energie, die da überschüssig ist, wieder zurück ins Stromnetz liefern. Also es soll leicht zu benutzen sein, also auch meine Mutter soll das einfach anschließen können, ohne da großartig Konfigurationen ausführen zu müssen. Und dann mit einem Kommunikationsinterface kann man dann spezielle Features mit einbauen. Und es soll sicher sein, also weniger als 60 Volt haben wir geplant und es soll zuverlässig sein. Also wie könnte so ein System aussehen? Das ist der offensichtlichste Ansatz. Wir nehmen eine Batterie und hängen da ein paar Komponenten an den Batteriebus ran. Also es könnten 12 Volt, eine Bleibatterie oder auch eine Lithium-Ionen-Batterie sein. Aber der Nachteil ist, von diesem Systemansatz ist, dass die Spannung der Batterie auch die Spannung an dem kompletten Bus definiert. Also jede Komponente müsste dann wissen, wie die Spannung von der Batterie gerade ist. Also wenn wir jetzt einen zweiten Gleichstrom-Gleichstrom-Konverter einführen, dann haben wir die Möglichkeit, die Spannung unabhängig von der Batterie zu setzen und dann haben wir auch die Möglichkeit, zusätzliche Batterien einzuführen, und erhöhen die Verfügbarkeit. Und mit diesem Ansatz könnt ihr die Busspannung als Kommunikationsmittel benutzen, also wie bei dem normalen Wechselstromsystem, da habt ihr die Frequenz. Aber hier könnten wir zum Beispiel die Spannung benutzen, um zu kommunizieren, ob mehr erneuerbare Energie mit drin ist oder ob zum Beispiel es gefährlich ist, jetzt Energie abzuziehen, weil das System nur noch wenig Energie vorrätig hat. Also zum Beispiel könnte hier eine hohe Spannung bedeuten, wir haben viel übrige Energie und niedrige Spannung könnte bedeuten, wir schalten jetzt fast schon den Dieselgenerator dazu. Und mit diesem Ansatz kann man auch Last verteilen. Also auf der rechten Seite sieht man das, wenn es dann einen bestimmten Punkt gibt, wo dann Last abgeschaltet wird, dann
könnte also eine Last mit hoher Priorität erst später abgeschaltet werden als eine Last mit niedrigerer Priorität. Und bei einem Dieselgenerator, den könnte man dann auch abhängig von der Spannung, wenn man unter eine bestimmte Spannung fällt, könnte man den automatisch anschalten. Und wenn man sehr viel übrige Energie hat, dann könnte man das auch zum Beispiel benutzen, um die zurückzuführen. Also wir haben ein paar Komponenten und wir fangen an mit einem 20 Ampere Gleichstromkonverter. Der wird hier als MPPT benutzt. Das bedeutet, man kann die maximale Powerpoint von dem Solarpanel kann man dann überwachen. Die vorherige Version war 12 Ampere. Aber da kann man, also der Vorteil ist, es gibt, kann ein großes Dachmodul benutzen und das in eine 12-Volt-Batterie umwandeln. Und wir haben eine neue Revision, die wird dann so aussehen, wie ich es hier gerade gezeigt habe, mit einem netten Gehäuse auch. Es basiert auf ARM-CPUs, das kann ein bisschen Overkill sein, aber das macht es eben möglich, dann auch sehr spezielle Kommunikationsfeatures mit einzubauen. Und wir können da OpenStack installieren, das braucht eine gewisse Menge an CPU-Power, also wenn ihr, also so, wenn wir einfach einen AVR-Mikrocontroller benutzen würden, dann würde das nicht reichen. Und man kann die erweitern mit so einem flexiblen Anschluss, da kann man eigene Displays anschließen, eigene IPC-Kanäle, Ein-Ausgänge. Und dann gibt es ein Batteriemanagementsystem. Da kann man dann die Zellen in Serie schalten. Das schützt dann die Lithium-Ionen-Batterie zum Beispiel. Und da gibt es auch einen Microcontroller, das sieht dann so aus. Und jetzt bin ich fast schon durch mit meinem Talk. Wenn ihr mitarbeiten wollt, dann, also dann schaut euch unser GitHub-Repository an oder nehmt Kontakt mit mir auf. Offene Hardware-Entwicklung ist ein bisschen schwieriger als Software, weil man braucht die Hardware, um es auszuprobieren. Und ihr könntet, also wir könnten auch zusammen noch ein paar Platinen ordern, damit wir dann zusammen daran arbeiten können. Herzlichen Dank. Nochmal, Entschuldigung, dass ich die Slides nicht parat hatte. Tut mir wirklich leid. So, let me just get it up again. The next talk and the last one. Der nächste Vortrag, das ist der letzte vor der Pause. Das ist JavaScript-Geschichten. Or JavaScript, or whatever you want to pronounce it. Hey. Hallo. So, I like to sometimes do this. Manchmal mache ich es, diese Dinge zu machen. Macht man im Browser oft. Man sitzt da, man hat nichts Besseres zu tun. Was macht man? Okay, machen wir mal einen Browser auf und gehen mal ins Internet. Also gehen wir auf diese wirklich coole Homepage. Man tippt das ein. Und dann macht man das, tippt das ein und da kriegt man einfach eine leere Seite. Was ist hier passiert? Ich meine, warum können wir nicht zumindest sowas haben? So, wie schwer kann es sein, dass sowas hier steht? Wie schwer war es, das zu machen? Es war genau so einfach. Freunde von WebDevs, bitte lernt es. Bitte lernt es. Vielen Dank. Thank you. Let's start with the last part of the last session of the Lightning Talks on the last day. Wir machen jetzt weiter mit den letzten Lightning Talks am letzten Tag des Kongresses. Der nächste Talk wird sein WhatsApp Hintertür. Hallo alle zusammen. Ich möchte mit euch schnell einen Fehler teilen, den ich in WhatsApp gefunden habe. Ihr könntet es auch Hintertür nennen, denn es erlaubt WhatsApp gezielte Messages abzufangen und sie haben es seit April nicht gefixt. Also WhatsApp ist bei 1 Milliarde Nutzer benutzt, überall auf der Welt. 6 von 7 Menschen auf dieser Welt nutzen nicht WhatsApp. Und WhatsApp hat sehr früh versucht, interne Verschlüsselung zu machen und im April 2016 haben sie die Verschlüsselung implementiert.
Sie haben ein Verschlüsselungsprotokoll implementiert, das State of the Art ist. Und Sie haben das Protokoll von TechSecure übernommen. Die Hintertür. Was ist der Fehler? Alice und Bob wollen kommunizieren. Bob lädt seinen Key hoch auf den WhatsApp-Server. Alice holt sich den Schlüssel herunter. Und wenn Sie nicht nur opportunistische Verschlüsselung machen wollen, sondern auch noch persönliche Verschlüsselung, dann würden Sie auch noch sich persönlich treffen und Ihre Schlüssel tauschen. Aber wenn jetzt Alice eine Message zu Bob setzt, dann verschlüsselt sie das mit Bobs Schlüssel. Und was jetzt passiert, wenn der WhatsApp-Server einen neuen Schlüssel an Alice schickt, mit einem neuen Schlüssel von Bob an Alice schickt, dann macht Alice Messenger verschlüsselt das Ganze erneut und verschickt es an WhatsApp. Und danach erst passiert eine Fehlermeldung oder eine Warnmeldung auf Alices Klient. Und wenn hier irgendwelche Experten von WhatsApp sind, hier im Publikum, dann könnt ihr das auch ausprobieren. Denn dann wird nach Schritt 6 wieder der blaue Schlüssel verwendet von WhatsApp und der Server wird immer die alte Message an Bob weiterleiten und Bob wird nie merken, dass irgendetwas passiert ist. Hier sind einige Screenshots, die das zeigen. Ihr könnt die Zeitreihenfolge nicht auf den Slides sehen, auf den Folien sehen, aber naja, Signal macht das richtig. Sie zeigen eine Fehlermeldung oder eine Warnmeldung und sie schicken die Message nicht wieder again, nicht nochmal. Und es gibt keinen Grund, die Message einfach nochmal zu schicken, auch nicht von der Benutzerfreundlichkeit aus. Ich habe dies zu Facebook veröffentlicht am 10. April. Am 25. Mai haben sie gesagt, das ist erwartetes Verhalten. Ich sagte, das sollte nicht erwartetes Verhalten sein. Und dann haben sie gesagt, okay, wir haben hier ein Problem, aber wir arbeiten daran, das zu fixen. Und es ist aber immer noch vor zwei Tagen war es immer noch nicht geschlossen. Das ist also ein mehr Gründe, Signal zu benutzen. Und Signal ist Open Source und man kann sich selber davon überzeugen, dass da keine Hintertür eingebaut ist. Außerdem wird WhatsApp mehr Metadaten speichern und das ist auch mehr ein Grund, Signal zu benutzen. Vielen Dank zum Zuhören. Als nächstes kommt LibrePCB. Hallo, herzlich willkommen. Wir wollen euch LibrePCB vorstellen. Es ist noch in Entwicklung und ist eine freie Software und ist nicht hauptsächlich von uns entwickelt, aber wir helfen mit. Und die Software ist freie und Open Source Electronic Design Automatisierung. Also kann man Platinen entwerfen und Schaltkreise ist C++ und Qt. Und wir haben angefangen 2013, das heißt schon ein paar Jahre alt. Ihr könnt die Webseite finden, hier librepcb.org. Und die Sourcen sind auf GitHub. Ja, warum brauchen wir ein neues Layout-Tool? Die meisten gibt es nur für Windows. Die sind teure Lizenzen, muss man bezahlen. Auch für Updates. Und wenn man eine Hobby-Lizenz benutzt, dann hat man nur eine Schicht oder die Anzahl der Teile sind. Die meisten freien Tools sind nicht sehr intuitiv zu benutzen und sehr altmodisch. Und die meisten kommerziellen Tools benutzen eigenes Datenformat und die sich nicht für Versionskontrolle eignet. Und ganz viele zwingen einen so auch zur Cloud Storage. Und es gibt eine unflexibles Library-System und schwierig zu benutzen.
LibrePCB konzentriert sich auf die folgenden Features. Es sollte für alle verfügbar sein, Free- und Open-Source-Software, Multiplattform, hat ein modernes Benutzerinterface und man hat automatische Anmerkungen auf der Platine dann zwischen Schematics und das File. Dateiformat sollte menschenlesbar sein und geeignet für Versionskontrolle und vor allem sollte ein flexibles Bibliothekssystem haben, sodass man Teile wieder benutzen kann und es benutzt UUIDs, für dass man keine Nameclashes hat und Kategorisierung von Symbolen und Bibliothekselementen und man sollte Spice-Models und 3D-Modelle auch mit integrieren können. Hier ist ein Screenshot des Programms. Es ist eine All-in-One-Applikation. Es sind nicht mehrere einzelne Tools, die irgendwie miteinander kommunizieren müssen, sondern es ist eine integrierte Applikation. Und dann sollte es einfach so sein, zwischen den einzelnen Teilen hin und her zu gehen, zwischen Platinen-Layout und Schaltkreisen, Schaltplänen etc. Der Schaltkreis-Editor ist dieser hier. Wie man links sehen kann, hat man automatisches Checking. Und wenn man das Teil auswählt, dann wird direkt überprüft, warum das da reingebaut werden soll. Und man kann auch sehen, dass die einzelnen Komponenten kategorisiert sind. Verschiedene Kategorien gibt es da. Und wenn ich mich recht erinnere, dann können Teile auch in verschiedenen Kategorien sein, was sehr praktisch ist und man findet sie sehr leicht. Hier ist der Board-Editor, der Platinen-Editor. Der ist noch nicht ganz fertig, sondern die grundlegende Funktionalität ist da. Und das kann das, was die meisten Platinen-Layout-Programme machen können. Und jetzt nochmal zum Bibliotheksmanagement. Der Bibliotheksmanager ist schon ziemlich cool und man kann Bibliotheken runterladen von GitHub und lädt immer noch einfach nur ein ZIP-File runter und geplant ist, dass man einfach aus Benutzerbibliotheken runterladen kann, was andere Benutzer hochgeladen haben und man kann auch einfach einen Request machen aus der Applikation für ein Bauteil. Ja, das Projekt ist immer noch nicht ganz fertig. Das heißt, wir brauchen Leute, die mitarbeiten. Ja, macht mit. Vielen Dank. Der nächste Vortrag ist Rust in 5 Minuten. Okay. Please go ahead. Bitte fang an. So yeah, after LibrePCB I want to give you an introduction to Rust. Nach LibrePCB möchte ich jetzt eine Einführung in Rust geben. Was ist Rust? Rust ist eine Systemprogrammiersprache, die unglaublich schnell ist, nahezu alle Sackfolds und unglaublich schnell ist. Sie hat die folgenden Vorteile. Sie hat keine Abstraktion, sie hat Bewegungssemantik, garantiert memory-sicher, Threads ohne Daten-Erases und unglaublich effiziente C-Bindings. Das ist eine Deskription, die ihr auf dem Rust Language Board lesen könnt. Wenn man über Sicherheit redet, redet man am meisten über Speichersicherheit und Typsicherheit. Klassischerweise, man hat C und C++, die einem sehr viel Kontrolle geben, aber nicht sehr viel Kontrolle geben. Auf der anderen Seite hat man Python und Ruby, die einem wesentlich mehr Sicherheit geben, aber weniger Kontrolle. Frage, können wir beides haben? Rust gibt uns mehr Kontrolle und mehr Sicherheit. Also, man kann sagen, also schnell, sicher, nebenläufig, nimm Wähler daraus. Also eine Systemprogrammiersprache gibt sehr genauen Aufgabe über den Systemspeicher, ist sehr nah an der Hardware und dieses Betriebssystem ist komplett geschrieben in Rust, also prüft es. Also wenn man meint, es ist wahnsinnig schnell, meint man, das ist eine, ist es optimiert, dass es ganz schnell ist, um von Klang zu C ist. Und von Zero Cost Abstractions, das ist eine Idee von C++.
die man kompiliert, die nicht schneller sind, als wenn man es selber macht. Natürlich fokussiert es sich auch auf Sicherheit. Das Problem eines jeden C++-Programms ist, dass man das ganz einfach ist, sich selbst in den Fuß zu schießen. Aber es ist nicht ganz so einfach, weil es direkt auf den Kopf zählt in diesem Fall. Und Rust garantiert, dass man hat keine Null-Pointer, keine Data-Races und es benutzt ein eindeutiges System, das jede Ressource hat nur einen einzigen Besitzer. Und dementsprechend ist sie ausschließlich dafür verantwortlich, diese zu beauftragen. Und natürlich gibt es Regeln dafür, wie man damit Veränderungen vornimmt. Es gibt natürlich auch weitere Möglichkeiten der Vererbung. Rust kommt mit Cargo, einem Paketmanager. Es ist wie CCM oder Paper oder so ähnlich. Wir haben also da viel aus der Vergangenheit gelernt. Also die Objekte sind immutable. Die Community für Rust ist sehr nett und sehr willkommen. Also komm auf den IRC und fragen. Und jeder ist sehr nett. Und die Sprache ist sehr offen entwickelt. Also kommt nach GitHub, da gibt es sehr viel Diskussion darüber. Rust ist in der Umgebung genutzt, zum Beispiel von Mozilla. Sie benutzen das zum Beispiel für Servo, den nächsten parallel laufenden Browser. Auch Dropbox nutzt das oder MateSafe. Auch Parity ist ein Ethereum Client, auch geschrieben in Rust. Wir haben Zeit, also ein kleines Code-Example. So sieht Rust aus. Functions sind beschrieben mit FM. Also es ist immutable vom Default, also muss man es als mutable definieren. Schleifen haben sehr hohe Abstraktionsebene. Man kann zum Beispiel Match benutzen und legt das fest, was das tun soll. Also, so viel für Rust und vielen Dank. Thank you. Ja. Das nächste ist Tindering Islam. Islam tindern. Ist nicht. I don't know. This looks weird. No problem. Das sieht komisch aus. Oh. Okay. Kein Problem. Please stay as close to the mic as possible. Yeah. Möglichst nah am Mikrofon bleiben. Hallo alle. Vielen Dank, dass ich hier sein kann. Ich bin Yasser. 2017 ist das 500-jährige Jubiläum von der Reformation von Martin Luther, die Reformation der christlichen Religion, und heute wollen wir den Islam reformieren. Ja, wir wissen, dass jede Religion einen Gott hat, und eine neue Information könnte sein, dass jeder Gott auch einen Router hat. Dieser Router transferiert das göttliche Wissen von dem Festplatte von Gott durch den Äther. Und nicht alle können es empfangen. Man braucht ganz besondere Leute, die Propheten heißen, die diese Informationen empfangen können, irgendwie, und es dann an alle Menschen verteilen können. Und diese Propheten waren sozusagen die Handys, so wie die Wi-Fi-Router, die verteilen das Signal nach überall hin, und dann sucht man die richtige Frequenz und die richtige Stelle, um das zu empfangen, dieses Signal zu empfangen. Und einige Leute, die keine Propheten sind, versuchen auch das zu machen, indem sie in Kreisen laufen, und wenn sie die richtige Frequenz gefunden haben, dann können sie diesen göttlichen Kanal auch empfangen und diese Informationen empfangen. Und dies ist ein weit verbreitetes religiöses Ritual. Also, fragen wir nach dem Geheimrezept des Islam. Und es besteht aus dem Heiligen Gral, dem Koran, und die Hadith ist das, was der Prophet gesagt hat. Und dann gibt es berühmte Interpretationen. Und alle können die akzeptieren oder ablehnen oder in die Schublade legen. So, wir
ignorieren die beiden hinteren und kümmern sich nur um den Heiligen Gral. Das heißt, wenn du fürchtest, dass du nicht richtig mit den weisen Mädchen umgehen kannst, dann heirate sie zwei, drei oder vier. Ja, und das gefällt mir nicht. Das ist nicht das, was ich wirklich glaube. Ich kann das einfach zur Seite schieben und das anders interpretieren und alle haben andere Argumente dafür. Und deswegen zeige ich euch heute Tindering Islam. Ihr kennt alle wahrscheinlich die beiden Konzepte Tinder auf der einen Seite und Islam. Also wir machen eine App, die statt Leuten und flachen Bildern, die euch zeigen, dass man sich einfach nur die Rosinen rauspickt und die in die Tasche steckt und den Rest einfach weglässt. Ist eine ganz einfache Prozedur. Die App sieht so aus. Man bekommt den Vers angezeigt. Und also man kann einfach Ja sagen oder Nein. Und die Datenbank besteht aus einem Excel oder aus XML oder irgendwelche anderen Datenbankformate. Und der Server kann zum Beispiel die Daten manipulieren und analysieren. Und so funktioniert das. Man hat einen XML-Sheet mit dem Koran, der hat 6236 Zeilen und eine Server-Applikation, die User-Accounts anlegen kann und speichert, was du gemacht hast, während du spielst und fragt immer bei jedem Vers, willst du den behalten oder willst du den löschen? Und am Ende hat man ein Layout. Weiß nicht, ob man das lesen kann. Man hat ein Template-Layout am Ende, wie so schön mit arabischen Schnörkeln dran und so. Und dann hat man ein PDF und schreibt deinen Namen dran und kann es für alle veröffentlichen. Ja, vielen Dank. Ich habe keine Zeit, aber das ist eine Nachricht. Das ist für anderthalb Jahre arbeiten wir schon daran und es ist eine Nachricht an alle, nicht nur für die Gläubigen, sondern auch für die Ungläubigen. Jeder seine eigenen Versionen der Religion bauen und dann kann man nicht sagen, das hier gehört zum Islam und das gehört nicht dazu, sondern man kann es der Öffentlichkeit einfach mitteilen, was man will. Und für die IT-Leute können wir Daten sammeln und Statistiken machen und können sehen, welche die beliebtesten Verse sind und welche nicht so beliebt sind. Und dann haben wir eine Idee, was in der islamischen Welt passiert. Und zum Schluss noch, ich würde die falsche Aura kaputt machen, dass das als ganzes Heiligtum beibehalten werden sollte, sondern dass man das kaputt machen und auseinanderbrechen soll. Und ich rufe die IT-Leute auf, nimm Kontakt mit mir auf, vielleicht wir können das in einer Stunde gerade eben fertig machen und das heute schon veröffentlichen, oder wir veröffentlichen das vielleicht nächste Woche, vielleicht eher nächste Woche. Okay, ja, vielen Dank. Danke, danke. Nächster Vortrag ist Orwells Gesetz. Orwells Gesetz kommt bei 4 mal 3. Hallo alle zusammen, ich bin Slo und ich bin hier, um über ein Gesetz zu reden, das wir Orwells Gesetz nennen. Wer sind wir? Wir sind DBaaS. Database as a Service ist es nicht, sondern die Hauptidee ist, dass wir sowohl digitale Sicherheit und Privatsphäre haben wollen. Wir sind eine neue Initiative und der Grund, warum wir uns geformt haben, die Situation in der Tschechischen Republik ändert sich und sie verändert sich in eine Richtung, die wir nicht wollen. Einige Monate hat ein Zensurgesetz verabschiedet alle Einträge, die einfach nicht gewollt sind, müssen tschechische ISPs zensieren. Im Moment brauchen die Polizei und sie die Rechte durchsetzen. Brauchen noch ein Gerichtsurteil, um zu spionieren, aber das wird sich ändern. Bis jetzt sind sie noch etwas zurückgeschränkt. Was sich jetzt verändert,
Alle wollen Cyber verteidigen. NATO will Cyber. Cyber wird die fünfte Kriegsdomäne. Und sie haben das Secret Service Law ergänzt. Jeder Internet-Service-Provider muss die Schwarzbücher implementieren. Es ist zwar nicht sehr konkret, aber man kann alles da rein tun. Es könnte der Traffic könnte abgefangen werden oder es könnte anders funktionieren. Es ist nicht sehr konkret. Und sie schämen sich auch nicht dafür, dass GCHQ sie da unterstützt hat. Das besorgt uns sehr. Wir wissen auch, dass es nicht wirklich möglich ist, dieses Gesetz aus der Welt zu schaffen, aber wir verstehen, dass der Staat irgendwie den Cyber verteidigen muss. Aber zur selben Zeit, wir wollen es auf eine Art und Weise machen, dass die Privatsphäre der meisten Leute bestmöglich erhält. Sie haben auch Knebelverträge implementiert. Es ist nicht so groß wie Europa groß, sondern es ist Tschechische Republik groß. Und es bezieht sich auch so auf alle Mitarbeiter der Firmen. Es geht alles Mögliche Mysteriöse um. Das ist moralisch alles sehr fraglich, was da passiert. Sie wollen die Macht den militärischen Geheimdiensten geben und diese Macht wurde schon vor 2 Jahren missbraucht, die jetzt zum vorherigen Premierminister verheiratet ist. Und sie sollte eigentlich nicht in der Lage sein, die Geheimdienste zu kontaktieren. Aber es ist alles sehr verschachtelt. Auch dazu der Minister, der dieses Gesetz verabschiedet hat, der lügt im öffentlichen Fernsehen darüber oder er weiß einfach nicht, was das Gesetz wirklich tut. Und ich weiß gar nicht, was schlimmer ist. Eins der schlimmsten Dinge ist, dass es keine Aufsicht gibt. Wenn das Gesetz erstmal verabschiedet ist, dann gibt es einfach nichts anderes mehr, wo die Firmen oder die Leute sich hinwenden können. Es gibt einfach keine Möglichkeiten, diese Blackboxen wirklich zu ändern. Im Moment wird gesagt, dass sie einfach nur monitoren wollen, also einfach nur wie Fernsehkameras an Autobahnen sozusagen. Und nur für die Durchsetzung vom Gerichten ist es nicht unbedingt nötig. Aber dies kann man viel breiter einsetzen. Und bitte geht auf diese Webseiten und unterschreibt die Petition dafür. Wenn ihr aus der Tschechischen Republik seid, dann bitte informiert auch andere Leute. Und falls ihr Reporter seid, bitte schreibt darüber. Das ist alles, was ich sagen wollte. Vielen Dank. Thank you. Next up is als nächstes kommt Elfel. But you're probably going to pronounce it the correct way. It's a 4x3 ratio. Ich zeige euch ganz kurz eine Kamera, eine Open Hardware Kamera mit freier Software und konfigurierbare Kameras. Die neue Generation von Kameras benutzen den Xilinx Chip und ist ein High-Performance FPGA mit 2 ARM-CPUs und einer großen Anzahl Peripherie. Die Kamera, auf der Kamera läuft Linux und mit Image Compression und das wird eben mit dem FPGA gemacht, die Bildkompression, und ist unter der neuen GPL-Lizenz. Die Kamera erlaubt bis zu 1 Gigapixel pro Sekunde an Kompression und jeder kann jede Teil der Kamera modifizieren, alle Parameter, die Software auf dem Board, FPGA, interne
Echtzeitverarbeitung, der Videoverarbeitung und was auch immer. Oder sogar auch neue Sensoren selbst entwickeln. Das ist die neue Kamera, das Platinenlayout der neuen Kamera und vorherige Designs gibt es schon seit 6 Jahren, dank der FPGA-Flexibilität, und es war großartig und es konnte immer mal wieder während der letzten 6 oder 7 Jahren immer wieder geändert werden. Wir hatten zum Beispiel eine neue Generation von Sensoren und die neue benutzt den Xilinx FPGA mit doppelten ARM-CPU und 1 GB Systemspeicher und 0,5 GB für Speicher für Videokompression. Und das Systemboard kann bis zu 4 individuelle Sensoren benutzen oder mit einem Multiplexerboard auch bis zu 16 Sensoren pro Kamera. Das heißt, die hauptsächliche Klasse für den Einsatz ist Multisensorkameras. Als Multisensorkamera. Man kann mit allen Modellen rumspielen in dem Wiki. Und wir haben dieses X3-DOM-Modell, die werden automatisch generiert, wenn aus den Produktionsdatenbanken, und wir können das zusammenbauen im Wiki und wieder auseinandernehmen, und wenn man auf bestimmte Komponenten klickt, dann kann man auch die Wikipage dazu angucken für diese Komponente. Und natürlich gibt es Platinenlayouts und alles andere auch auf dem Wiki. Das heißt, als Lizenz haben wir veröffentlichen all unseren Source Code unter der GPL V3 Lizenz, einschließlich der FPGA-Code. Und die Dokumentation ist unter der Free Documentation License und Hardware ist unter der CERN Open Hardware Lizenz. Also es ist eine hackbare Kamera. Man kann bis zu 4 Sensoren anschließen mit nur einem Mainboard oder bis zu 16 mit Multiplexern. Und man kann verschiedene Komponenten hacken, die Firmware, man kann neue Software, Linux, eines FPGA-Design und Echtzeitverarbeitung FPGA, neue elektronische Komponenten, neue Sensorboards oder Erweiterungsboards, und natürlich kann man das physische Layout der Kamera ändern. Ja, man kann die Kamera 3D drucken, zum Beispiel eine Kombination aus Aluminium-Strukturen, um die Objektive und Sensoren zu halten. Und man kann mit 3D-Druck ein neues Kamera-Arrangement machen, Stereokameras, Panoramakameras, was auch immer. Warum Multisensor? Die einfache Antwort ist, weil wir es können. Und natürlich kann man mehrere kleine Sensoren benutzen. Man kann mehrere interessante Sachen damit machen, zum Beispiel Panoramabilder oder auch für Kino oder die Kalibration machen. Das überspringe ich, das kann man im Blog lesen. Und man kann dieses zum Beispiel machen, das ist für Kino, für dynamische Schärfentiefe nach dem Film in Post-Production. Und ihr könnt euch bewerben für eine gesponserte Kamera. Und hier ist der Kontakt. Dankeschön. Der nächste Talk ist Regierungsdaten freigeben. Es kommt in 16.9. Ich hoffe, ihr hattet einen sehr schönen Kongress bislang. Ich möchte auch dem Team danken, was das Wiki zum Laufen bekommen hat. Wie viele von euch haben gehört von RDF gehört? Sehr schön. Wie viele haben von euch Linked Data gehört? Ungefähr die gleiche geringe Anzahl. Also, worüber geht es?
Public Services and Public öffentliche Dienste und öffentliche Verwaltungen haben angefangen, eine ganze Menge ihrer Daten zu veröffentlichen. Aber sie mögen am liebsten PDFs. Wahrscheinlich, weil sie gedrucktes Papier am besten zusammensammeln können als irgendwas anderes. Es gibt also eine Menge Daten, die in PDFs lagern, die ganz schwer herauszuziehen sind. Die Verwaltung ist gar nicht so hesitant, um die Daten zu veröffentlichen. Also sie veröffentlichen gern, zum Beispiel für OpenStreetMap, da sind die Daten ungefähr 5 bis 6 Jahre alt. Und sie nutzen Lizenzen, die sehr ähnlich oder gleich sind zu Creative Commons. Also die Dinge verbessern sich dort. Aber sie veröffentlichen vieles immer noch als PDF. Ich habe also das Beispiel genommen der bayerischen Monumente und wollte zeigen, ob es funktioniert. Und versuche sie nach RDF zu ändern. Das ist ein Format, was sehr typisch ist in Open Data. Das ist ein typisches PDF. Das ist eine DIN A4-Seite. Ganz oben. Da können natürlich viele Dutzend oder auch mehrere hundert Seiten sein. München hat zum Beispiel 150 Seiten. Da gibt es Gegenden in Bayern, die wesentlich kleiner sind. Und das ist eine sehr einfache Liste. Also ich starte, indem ich nehme ich einfach alle PDFs, die ich bekommen kann von allen Verwaltungen auf einer täglichen Arbeitsbasis. Ich lasse einen Converter vom Poppler darüber laufen, was das in ein ganz einfaches XML überführt, was natürlich sehr nah am PDF ist. Danach konsolidiere ich das. Dieses XML, indem ich den eigentlichen Inhalt nehme, indem ich zum Beispiel Seitenzahlen wegwerfe und formatiere das nach TTL, was ein freies Datenformat ist. Und dieser letzte Schritt ist gemacht mit einer speziellen Software, die besteht aus 300 Zeilen Code in Go. Es kommt sehr schön. Und ganz am Ende konvertiere ich das nach RDF mit einem speziell gebauten Schweizer Taschenmesser. Mit einem Wrapper. Das ist, wie es wirklich aussieht. Das ist der erste Schritt der Umwandlung. Ein typischer XML-Müll. Der nächste Schritt ist das Textformat TTL. Das ist dann semantisch sinnvoll, aber nicht einfach anzuzeigen im Browser. Der nächste Schritt ist dann XML, RDF, was etwas solches Stylesheet bekommt, was am Anfang steht, was dann sehr einfach im Browser anzeigbar ist. Mit diesem sehr einfachen Stylesheet ist das sehr leicht als HTML zu zeigen, was so aussieht. Das ist sehr ähnlich zu dem, was am Anfang als PDF war. Aber es ist jetzt in einem Textformat, was sehr einfach ist und sehr leicht. Und es kann gedifft werden. Und es kann direkt verbunden werden mit Vektoren. Und jedes Objekt da drin hat seine eigene Link-ID. So ist es eine theoretische Idee, die sehr nah an der administrativen ID liegt. Das ist also das Ergebnis ist auf einem Webserver, was im Sinne einer Datenbank sehr klein ist. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächstes kommt Meetling. Okay, hallo. Ich bin Sven und heute erzähle ich etwas
über Meetings. Wenn man im Internet fragt, das Internet weiß, Meetings sind einfach kaputt. Nicht alle, aber viele. Und viele haben die Erfahrung schon gemacht. Und sie sind kaputt auf ganz viele verschiedene Arten. Und ich kann hier in 5 Minuten Meetings nicht wieder heil machen, aber ich möchte mich auf ein paar Probleme konzentrieren, die mit der Vorbereitung zusammenhängen von Meetings. Wenn man sich zum Beispiel ein klassisches Meeting vorstellt, ein runder Tisch, viele Leute und besprechen die Tagesordnungspunkte und viele Leute haben dieses Gefühl auf diesem Bild von unserem Science-Fiction-Helden hier, warum muss ich schon wieder in ein anderes Meeting gehen? Also gucken wir uns mal einige Probleme an, warum das da ein Problem sein könnte. Zunächst erstmal, es könnte ein Problem mit der Transparenz sein. Vielleicht gibt es nicht mal eine Tagesordnung. Also ich weiß noch nicht mal, was auf diesem Meeting überhaupt besprochen werden soll. Oder es gibt eine Tagesordnung und jemand hat vergessen, es rumzuschicken. Oder einige Leute haben die Tagesordnung einfach nur durch Mund-zu-Mund-Propaganda bekommen. Und das kann sehr demotivierend sein. Ein wichtigerer Punkt ist die Relevanz. Ich gehe zu diesem Meeting und ich habe das Gefühl, was habe ich damit zu tun? Das betrifft meine Arbeit gar nicht. Ich muss da sein, aber ich weiß gar nicht, warum. Und das sind die zwei größten Motivationsprobleme. Und das dritte ist die Arbeitsbelastung. Oft hat man einen Moderator, der auch das Meeting vorbereitet. Der muss die ganze Arbeit machen. Das kann okay sein, aber es kann auch ziemlich schwer sein, genau zu wissen, was ist relevant für dieses Meeting, für alle Teilnehmer. Und wenn man zum Beispiel eine politische Aktivistengruppe seid, wo Leute das in ihrer Freizeit machen, dann kann das ganz viel Arbeit bedeuten, nur dieses Meeting vorzubereiten. Also ein guter Moderator kann diese Probleme lösen, aber vielleicht haben wir auch eine kreativere Lösung dafür. Und was ich vorschlage, ist die Vorbereitung mehr horizontal zu machen. Das heißt, die Teilnehmer sollten teilnehmen an der Vorbereitung. Es gibt zum Beispiel einen Ort, wo sie sich sammeln können, wo sie alles diskutieren können. Tagesordnungspunkte vorschlagen, die können die Tagesordnung sehen, das ist mehr transparent dadurch, während der Vorbereitung schon. Und naja, logischerweise würde ich nur Tagesordnungspunkte vorschlagen, die mich betreffen und nicht die für andere relevant sind. Das ist eventuell nicht, löst nicht unbedingt das Relevanzproblem, aber es macht es doch vielleicht einfacher. Und das bedeutet nicht, dass man keinen Moderator mehr braucht, sondern ein Hybridansatz ist bestimmt wahrscheinlich ganz gut. Jeder kann teilnehmen an der Vorbereitung und es gibt dann diesen einen, der die Tagesordnung nimmt und etwas ins Reine schreibt. Und ich glaube, das könnte eine coole Lösung sein. Und ich zeige euch Meetling. Und es ist eine ganz einfache Web-App, um in Zusammenarbeit Meetings vorzubereiten. Was kann man machen? Es ist keine Zauberei, aber man kann zusammen in Zusammenarbeit die Tagesordnung vorbereiten. Jeder kann Tagesordnungspunkte vorschlagen und es ist ganz einfach zu benutzen. Es gibt keine Registrierung. Man hat einfach nur eine Seite, einen Link und man verteilt den Link an die Mitarbeiter, die zu dem Meeting kommen sollen und schon ist alles fertig. Und viele kennen Doodle. Doodle ist sozusagen für die Metadaten. Wann ist das Meeting? Aber nicht für den Inhalt, was diskutiert werden soll. Für die technischen Leute, was ist das? Python, Tornado, Webserver, eine Redis-Datenbank, etwas JavaScript, etwas HTML und so weiter. Gucken wir mal, wie es aussieht. Keine Zauberei. So sieht ein Meeting dann aus. Eine grobe Beschreibung des Meetings, wer dabei ist, wo es ist und die Tagesordnungspunkte. Ja, wenn euch das gefällt, könnt ihr es einfach benutzen. Es ist frei, es ist online, es funktioniert, es wird schon eingesetzt. Meetling.org ist alles Open Source und es ist auf GitHub. Und ich würde mich freuen, von euch zu hören, was ihr für Probleme habt und Pull-Up-Requests. Und hier ist meine Kontaktinformation. Thank you. Vielen Dank. Next up, the Yara Rules Project.
Das, der nächste Vortrag ist das Java Rules Projekt. Kommt in 16:9. Hallo. Okay. So, hello. Hallo. Ich bin hier, um über ein kleines Projekt vorzustellen, was Freunde gemacht haben. Ja, ist Yara Roots genannt? Was soll es, Yara? Also, habt ihr schon mal gehört? Ich werde etwas darüber reden, was wir gemacht haben. Yara ist ein Tool, was es hilft uns initiell, um Malware zu untersuchen, um sie zu identifizieren und zu klassifizieren. Über die Zeit gibt es mehrere Anwendungszwecke und das werden wir hinterher sehen. Und mit Yara, was kannst du damit machen? Du kannst Beschreibungen erstellen, was immer du suchst, basierend auf Text oder Binärdaten. Binär-Pattern, ja. Es braucht Regeln. Also gibst du die ein Set von Strings oder Pattern in die Anwendung und die Anwendung hat solche Regeln. Hier ein kleines Beispiel. Eine Regel. Ganz oben hat es den Namen und ein paar Tags. Der erste Drittel sind die Metadaten. Der zweite Teil ist der aktuelle String, der ganz speziell auf die Datei ist, die in die Anwendung geladen wird. Und der dritte Teil die Bedingung. Eine der Bedingungen. Eine der drei Strings muss natürlich in der Datei vorkommen. Also, ihr habt gesehen, es ist relativ einfach, eine solche Regel zu schreiben. Aber da ist keine zentralisierte Instanz, um diese Regeln zu beinhalten. Also haben wir unser eigenes System gemacht auf GitHub. Es ist ist Open Source, ihr könnt also dahin gehen, ein Repository. Das Repository heißt Yara Rules. In diesem Repository haben wir die Verwaltung und wir maintainen es dort. Und ihr könnt die Regeln dort finden. Also sie müssen zuerst kategorisiert werden. Die einfachste Kategorie ist Malware. Dieser Teil der Malware ist sehr, sehr interessant. Mit der Hilfe einiger Freunde, die ein Modul dafür geschrieben haben. Für Android. Android-Apps mit Yara. Also könnt ihr Crypto und einige andere Tools und könnt gucken, ob diese Regeln auf E-Mails und ähnliches und E-Mail-Adressen zutreffen. Für den Server-Teil haben wir gefunden, dass man zum Beispiel Angriffe auf die Regeln hat oder Duplikate zu entfernen. Und so haben wir Yara Rules gebaut. Yara ist ein sehr sinnvolles Tool und wir wollten die Yara World euch vorstellen. Nach dem Aufbau des Repositories wollten wir die Mitteilung von Yara verbreiten. Fangen wir mit der Website an, wo man jede Datei hochladen kann, wo man das dann hinterher analysiert über alle Teile unseres Regelsets, die wir auf GitHub haben. Ihr könnt das hier sehen, die Hauptseite. Ihr könnt natürlich jedes Regelset auswählen, was ihr wollt, um eine Datei auszuwählen. Es geht auf die Seite, zum Beispiel für die Analyse. Die sieht so aus. Wenn man auf einen Link klickt, sieht man all die ganzen Charakteristika des Ergebnisses.
für jede Kategorie, um zu sehen, ob es irgendwie auf eine Regel zutrifft. Falls es auf eine Regel zutrifft, sieht man natürlich, welche Treffer es gibt. Hier habt ihr die Ressourcen. Vielen Dank. Vielen Dank. Thank you. Never again. Never again. Nie wieder. Never again. Take pledge. Format 4 zu 3. Hi. Hallo. Ich bin Ping. Ich bin aus Kanada. Ich lebe in den Vereinigten Staaten. Ich möchte aus einem Projekt erzählen, das ich organisiert habe. Es ist sehr neu. Es hat erst in den letzten Wochen stattgefunden. Ihr habt vielleicht gehört, dass Donald Trump die Führer vieler großer Companies eingeladen hat, sich mit ihm zu treffen, wie Google und so weiter. Und das war ein Grund zur Besorgnis für viele von uns, weil Trump hat viele Statements gegenüber Einwanderern gemacht und Muslims. Und er wird auf jeden Fall ein Register machen, wo alle erfasst werden. Und ich möchte Watchlisten, ich möchte Überwachung und gegenüber Flüchtlingen. Und diese ganzen Firmen haben natürlich die Daten, womit man diese Menschen identifizieren kann. Und es ist sehr wichtig, dass man die nicht bestechen oder zwingen kann, irgendwas zu machen. Und die Führer dieser Firmen haben sich verpflichtet, keine Zusagen dazu machen. Und wir als Individuelle haben eine Selbsterklärung aufgesetzt, die für diese Firmen, und ich habe geholfen, das zu erstellen. Das ist unsere finale Version. Die Rolle von Technologie, um Massenungerechtigkeit zu erzeugen, wie zum Beispiel den Holocaust, ist gegen dies, und hier sind Versprechen drin. Und Leute, die sich daran beteiligen, versprechen niemals unethisch die Daten ihrer Unternehmen einzusetzen. Und sie verpflichten sich dagegen zu arbeiten und die Bescheid zu sagen, wenn irgendwas passiert, und tatsächlich auch zurückzutreten, bevor sie mit der Regierung zusammenarbeiten, um so etwas zu tun. Und Trump hatte nun dieses Meeting mit den Firmenvertretern, und wir haben es geschafft, vorher 50 Unterschriften zu kriegen unter diese Selbsterklärung. Und wir haben es dann erklärt am 13. September. Und innerhalb von wenigen Tagen hatten wir über 1000 Unterschriften von sehr großen Unternehmen. Nicht nur Ingenieure, sondern auch Managers und Direktor, CEOs. Und von einigen Unternehmen haben wir auch Massenunterschreibungen bekommen. Und dann haben sie uns 30 oder 50 Unterschriften auf einmal geschickt. Wir haben versucht, sehr große Aufmerksamkeit zu erreichen, und sind über uns wurde viel berichtet bei CNN, bei Forbes, bei der New York Times. Und wir haben die Überschrift bekommen, die wir wollten. Während Trump mit den Spitzen redet, versuchen die Mitarbeiter einen Kampf dagegen zu machen. Wir haben sehr hart daran gearbeitet. Und nach einer Woche Tag- und Nachtarbeit, wir haben uns entschieden, keine neuen Unterschriften mehr zu veröffentlichen, nachdem wir schon über 2000 hatten. Am nächsten Tag hat die New York Times diesen Artikel veröffentlicht. Und Google, Microsoft, Apple sind unter denjenigen, die diese Petition unterschrieben haben, wo unsere Selbsterklärung unterschrieben wurde, dass eben gerade diese Register, die gegenüber Moslems nicht, die Unternehmen diese Register nicht machen würden. Hier fehlt eine Folie. Ich möchte noch die Leute betonen, die daran mitgearbeitet haben. Ich möchte, dass ihr drei Dinge mitnimmt. Als erstes, das ist keine Petition. Wir verpflichten uns selber und wir machen ein Versprechen.
Das Zweite ist, wir haben sehr viel erreicht mit sehr wenig. Das Timing war gut. Und das Dritte ist, vergesst niemals, als Individuum habt ihr sehr große Macht. Es ist nicht nur Trump und es ist nicht nur, ihr müsst nicht nur gegen Trump, ihr müsst nicht nur gegen Einzelne aus der Regierung machen, sondern ihr müsst als Einzelne die gesamte Welt zusammenführen, um gegen so etwas einzustehen. Vielen Dank. Next up is Cyber Green. Der nächste Vortrag ist Cyber Green. In 4:3 ratio. In 4:3. Right. Also, yeah. Okay. So I'm Aaron Leverett. Ich bin Aaron Leverett. Aaron Leverett, anders ausgesprochen. Von meiner Stimme könnt ihr hören, dass ich viel zu viel gesprochen habe. Ich möchte mich für den Namen entschuldigen. Cyber hört sich nicht besonders gut an, aber das Projekt ist ganz interessant. Es ist über Matrix. Ich möchte jetzt auf den anderen Aaron übergeben. Du sagst, es ist interessant, weil du daran gearbeitet hast. Genau wie ich auch. Wir haben gedacht, es gibt nicht sehr viele empirische Wissenschaft über die Security. Und wir sind auch nicht darüber gedacht, wir wollen nicht ein bestimmtes sehen. Also reden wir über eine bestimmte Varietät von DSoS-Problemen. Es gibt nicht genügend empirische Daten in der Security, nicht genügend Transparenz. Die sind nicht veröffentlicht, die Daten oder der Code. Also man kann die Untersuchung nicht verifizieren, um zu prüfen, ob das wirklich funktioniert. Und es ist nicht über die Metrik abgestimmt. Wir wissen, dass nicht jede Metrik genauso genau ist wie die andere. Wir haben etwa ungefähre Zahlen über DDoS-Reflektoren. Also Wissenschaft sollte idealerweise eine Antwort befragen. Also unsere Frage ist, wie groß ist ist das Risiko, was wir auf andere auswirken? Also wie viele DDoS-Reflektoren haben wir, das wir benutzen? Man könnte es als Verschmutzung ansehen. Das heißt also, dass einige Leute keinen guten Job machen, wenn sie den konfigurieren. Denkt über DDoS als eine relativ gute Sache, manchmal jedenfalls. Jeder kann jederzeit jemand anderen DDoSen ist eine Art von Zensur. Es ist eine besondere Art von Zensur, die wir widerstehen möchten. Das ist eine Art, darüber, wo der vorhergehende Vortrag ging. Wir gucken uns die Länder, die ASNs und die Protokolle an, also DNS, NTP, SSDP und SNTP. Ich gebe jetzt an Aaron weiter. Also, vielen Dank. Wir haben eine ganze Menge Protokolle. Sie können alle genutzt werden für UDP-Verstärkungsangriffe. Es gibt hier solche Scores, die sind iterierend. Die nächste Iteration wird die Anzahl der Open DNS-Server und so weiter multipliziert mit dem Verstärkungsfaktor. Das Schöne ist, wenn man Daten sammelt, neben dem Sammeln von Scan, man kann interessante Metriken bauen. Man kann einen Score bauen, zum Beispiel wie SLLats.com das macht. Sie machen ihre Daten auch öffentlich. Wir können das auf die Länder uns angucken, für die verschiedenen ISNs. Dieser eine ISN sieht in der Regel sehr gut aus, aber es gibt einen leichten Anstieg dort. Warum? Normalerweise, wenn man einen leichten linearen Trend sieht, in einem solchen, dann denkt man, okay, es werden neue Geräte ausgerollt. Also dachten wir reden mit dem Internet Service Provider. Warum ist das so? Vielleicht habt ihr etwas vom Hersteller per Default bekommen, was ihr nicht haben solltet.
Also, eine interessante Sache, die wir auch mit der Metrik sehen können, mit einer genauen Metrik, wenn wir an den Verstärkungsfaktor haben, die Anzahl der Verstärkungsfaktor nahe der öffentlichen DNS-Server, also können wir ein globales DDoS-Potenzial berechnen, eine solche Zeitserie hier. Es gibt genau 4 verschiedene Risiken, die wir hier haben. Wir wissen, dass das nicht alle sind. Unter der Vermutung, dass jede IP-Adresse im Durchschnitt 1 Megabit an Verbindungsgeschwindigkeit hat. Also bekommt man hier ungefähr 4 Terabyte an DDoS-Amplifikationskapazität. Das ist relativ interessant. Man kann eine ganze Menge mit diesen Daten machen. Diese Daten werden auf einer Website bekannt gegeben. Das ist es im Prinzip auch. Natürlich haben wir auch eine API. Also holt euch die Daten, macht eure Eigenstunden und guckt, was man damit mit dem DDoS-Potenzial machen kann. Vielen Dank. Falls ihr... wir gucken noch nach Leuten, die uns joinen möchten. Vielen Dank. Jetzt der letzte Vortrag. Wie EcryptFS und E4Crypt die Sicherheit verschlechtert haben. Hallo, ich bin Tim. Und ich habe mir EcryptFS und E4-kryptobasierte Systeme angeschaut. 3 gibt es. EncFS ist sicherheitsbasiert, nicht so schlecht. EcryptFS ist ein Kernel-basiertes System, Dateisystem. E4Crypt ist eine Schicht, eine Verschlüsselungsschicht, die auf dem X4-System aufbaut. Diese Dateisysteme kommen mit verschiedenen Sicherheitsrisiken. EncFS erzählt uns, was die Risiken sind. Dann habe ich EncryptFS mir das Handbuch angeschaut. Und das ist interessant, denn es hat ein Tool, das EcryptFS at Passphrase heißt, und das ergibt eine Signatur, die man später benutzt, um das Filesystem zu mounten. Und jetzt war ich sehr verwirrt, denn was meinen Sie mit Signatur? Wo ist hier der private Schlüssel? Warum sieht es so aus wie eine Checksumme? Welche Daten werden hier eigentlich überprüft? Was ist der Sinn dieser Signatur? Der Sinn dieses Tools ist, eine Schlüsselwort zu dem Kernel hinzuzufügen, und EcryptFS kann später kann das erfassen, ein anderer kann es nicht. Das sieht so aus, wie das aussieht hinterher. Also, ist das jetzt ein Label? Und du kannst zum Beispiel deinen Geburtstag benutzen dafür, aber der eigentliche Geburtstag macht keinen Sinn auf einmal. Und ich habe mir danach den Code angeschaut. Also, sie machen wirklich Checksums über das Passwort und nutzen das als Label. Das bedeutet, sie haben es wirklich gemacht. Falls ihr kontrolliert, eure Ubuntu-Installation kontrolliert, und könnt ihr zum Beispiel mit dem Knopf da unten sagen, verschlüsselt alle meine persönlichen Daten, und das bedeutet, dass euer Passwort systemweit verwendet wird und jeder Nutzer hat den Zugriff auf den Hash von euer Passwort. Und selbst vor 20 Jahren haben wir eigentlich das gemacht, um das, damit genau das nicht passiert. Und es ist auch kein besonders guter Hash. So, was ist mit E4Crypt? E4Crypt macht das Gleiche. Es hat auch E4Crypt Schlüssel hinzufügen. Du kannst ein Passwort hinzufügen. Du kannst deinen Schlüssel hinzufügen mit einem mit einem Descriptor, und es macht eigentlich genau das Gleiche.
undocumented in the previous tool. Es macht auch eine. Es hat im Grunde eigentlich genau das gleiche Problem. Warum haben sie nicht Checksum über den Mountpunkt gemacht als Label? Und was anderes haben die noch nicht wirklich gut implementiert? Das sind die Fragen, mit denen die Menschen, die das implementiert haben, uns zurücklassen. Ich habe keine Idee, warum das Passwort in Labelform gespeichert wird. Und bei dieser großen Enttäuschung, dies habe ich als Bug reportet und zu EquippedFS vor einem Jahr, als ich es entdeckt habe, und das liegt jetzt einfach so rum. Nun habe ich komplette Festplattenverschlüsselung gemacht mit Lux und das funktioniert für mich. Vielen Dank. Okay. Die Lightning Talk Sessions sind vorbei für diesen Kongress. Bitte eine große Runde für Applaus für alle Sprecher, die hier Vorträge gehalten haben. Außerdem Applaus für die Translators. Wir danken natürlich.